Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Eliza. Wir waren zuletzt mit unserer Freundin im Café, richtig? Ist schon wieder ein bisschen her bei mir, die letzte Aufnahme. Haben wir auf dem Handy was Neues? Sieht nicht so aus, also sagen wir fortsetzen. Wir hatten uns ja auch schon alles angeguckt, hier was anzugucken geht. Oh, unsere Wohnung. Was für ein Tag. Es ist eine Weile her, dass ich so viel an einem einzigen Tag getan habe. Zumindest kann ich mich jetzt entspannen. Von Ray. Hey Evelyn, hier ist Ray aus dem Büro. Nur so aus Neugier. Welche Art Kekse magst du? Kekse? Ich mag generell Kekse. Kekse sind immer gut. Ja. Oh, wow. Ich stehe nicht so auf Kekse. Kekse mit Schokoladenstückchen natürlich. Haferflockenkekse mit Rosinen. Ja, okay, nein. Das sind dann doch eher Ekelkekse. In erster Linie wegen den Rosinen. Wer isst schon gern verschrumpeltes Obst? Russisches Teegebäck, einfache Zuckerkekse, Ingwerplätzchen. Gut, ich mag kein Ingwer so pur. Also, ich mag den Geschmack von Ingwer nicht. Zum Würzen ja, aber wenn dann irgendwas nur nach Ingwer schmeckt, bah. Macadamia-Nuss und weiße Schokoladenstückchen, Butterkekse, leicht gesüßtes Teegebäck, Macaron, Erdnussbutterkeks. Die Kekse, die ich mag, sind sehr speziell. Nach hier, Cookies mit Schokostückchen natürlich. Ah, der Klassiker. Ich backe ab und zu Kekse für das Team. Ich müsste auch mal wieder Kekse backen. Und ich versuche, das Ganze abwechslungsreich zu gestalten, damit jeder zumindest einmal seinen Lieblingskeks bekommt. Das ist wirklich nett von dir. Sind das nicht sehr viele Kekse? Aber, also es ist natürlich sehr nett von dir, aber sind das nicht wirklich sehr viele Kekse? Also ist das nicht ein bisschen viel? Sind es. Aber ich habe Spaß dabei, sie zu backen. Die Sache mit dem Backen ist, wenn du einmal angefangen hast, könntest du einfach immer weitermachen. Du hast eh schon alles beisammen. Dann kannst du gleich mehrere Schübe backen. Und das Aufräumen dauert mehr oder weniger genauso lange. Das stimmt allerdings. Ja, verstehe. Ja, ich backe auch gerne. Ich verstehe nicht viel vom Backen. Doch, ich backe auch gerne. Ich muss mal wieder backen. Es macht Spaß. Backen, hä? Kochen generell ist etwas, bei dem ich gern etwas besser werden würde. Irgendwann einmal. Wow. Ach ja, Nora, genau, mit der hatten wir uns ja getroffen. Es war schön, dich heute zu sehen. Es war auch schön, dich zu sehen. Danke, dass du mir von Zorin erzählt hast. Na, ist doch egal. Es war auch schön, sie zu sehen. Wir sollten das öfter machen. Ja, sollten wir. Du meinst abhängen? Ich weiß, ich habe gesagt, ich vermisse es nicht, in einer großen Firma zu arbeiten. Aber ich vermisse schon unser altes Team. Ja. Ich programmiere jetzt selbst Software. Das ist so viel besser. Komm aber zu meiner Show. Du kommst doch, oder? Bitte komm. Bitte. 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 Nora? Was? So zu betteln steht dir nicht. Okay, ich komme zu deiner Show. Du bist witzig. Ja, nein, wir geben mal klein bei. Ja. Okay. Okay, jetzt bin ich wirklich erschöpft. Warum ist es überhaupt so anstrengend, nur mit Menschen zu texten? Ja, ich weiß es auch nicht. Und fang ja nicht erst an vom Reden. So wirklich was mit Menschen machen. So direkt, persönlich. Das ist noch viel schlimmer. Ein schönes großes Bücherregal. Ich bin neidisch. Ich sollte wohl irgendwann einmal die Regale aufräumen. Nein, Bücherregale müssen so aussehen. Manche dieser Bücher machen mir immer noch Freude. Oder etwa nicht? Ich hoffe, das werden sie. Bilder? Die liegen schon lange so da. Eigentlich wollte ich sie aufhängen. Ich bin nicht sicher, worauf ich warte. Auf einen Nagel in der Wand, damit man dann ein Bild dahin hängen kann. Unser Computer. Ich habe gerade überhaupt keine Lust, irgendetwas zu tun. Was ist passiert? Früher hatte ich so viel Energie. Ich wäre bis 2 oder 3 Uhr nachts aufgeblieben und hätte programmiert. Ich würde um 8 aufstehen, um dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Ich bin mir nicht sicher, wer diese Person war. Und Klamotte auf dem Bett.
Ein paar von diesen Klamotten habe ich seit dem College. Ich wünschte, ich könnte mich genauso neu erfinden wie Nora. Nicht, dass ich wüsste, wie. Okay, damit haben wir wohl alles angeguckt. Hier gibt es sonst auch nichts Neues. Wir könnten natürlich noch mal eine Runde von dem Solitär versuchen. So direkt schön zum Anfang, weil ich auch noch weiß, wie das geht. Also ich glaube schon, dass ich noch weiß, wie das geht. Ich muss gleiche Karten übereinander legen und kann da oben ablegen. Zack. Nein, du bist doch etwas anders als diese da. Wobei, bist eigentlich sind die Symbole gleich. Ja, doch. Ja, gut, das geht. Gut, gut, gut. Dann haben wir die beiden. Da werde ich dich mal. Die kriege ich hier nicht weg. Die könnte ich aber wegkriegen, wenn ich so und so und so. Dann so und so und so. Das ist ein Vierer-Ding. Kann das bitte. Waren das nicht nur vier jeweils? Doch, eigentlich schon. Ach so, das muss ich da oben dann hinlegen. Gut. Dann ist ja gut. Und schon geht es wieder nicht weiter. Seht ihr? Wobei ich kann da oben ja auch so Karten ablegen. Aber es muss sich auch lohnen. Das ist definitiv nicht mein Spiel. Warum habe ich das nochmal angemacht? Nein, das konnte ich nicht da hochlegen. Okay. Schade, kann. Ja, aber so eine einzelne will ich nicht da hochlegen. Vor allem kriege ich die dann wieder nicht runter, ne? Macht also auch keinen Sinn. Ja, geht ja auch schon wieder gar nichts mehr. Oder? Aber wenn ich hier jetzt frei habe, kann ich da was hinlegen dann? Kann ich dann sagen, ich will die hier? Ja, kann ich. Okay. Ja, du kommst hier rüber. Du kommst dahin, du dahin, ihr dahin. So. Hier habe ich vier. Kann ich die darauf packen? Nein, ich kann die nur dahin packen. Okay. Aber ich kann doch dann hier oben nur vier Stapel loswerden. Das ist doch blöd. Wobei, warte mal, ich kann nicht runterholen. Das kann ich hochschieben. So. Da oben ist jetzt alles voll mit Viererstapeln. Aber das macht nichts. Glaube ich. Guck mal, du liegst da. Ihr könnt dahin. Wieder ein Vierer voll. Du kommst dahin. Ihr kommt dahin. Oh, ich könnte es doch mal schaffen. Wow. Oh, wow, you win. Oh, so schön symmetrisch. Ja. Das reicht ja dann auch, ne? So. Jetzt habe ich einmal gewonnen, das reicht. Ich werde jetzt einfach ins Bett gehen. Genau. Eine Runde Solitär gewonnen. Komisches Solitär, aber das reicht ja dann auch. Kapitel 2. One Mind 2.0, Escalating the Wellness Revolution. Ja, die nächste Stufe der Wellness Revolution. Kein Wunder, dass Noah nicht hierher kommen wollte. Ich bin nicht sicher, ob ich selbst so etwas ernst nehmen könnte. Vielleicht ist das der Grund, warum Soren erfolgreich ist und ich nicht. Bin ich spät dran? Scheint, als hätte der Vortrag bereits begonnen. Ziemlich überlaufen hier. Ich werde mich einfach hinten hinstellen. So, to get back to my original point. Zurück zu meinem ursprünglichen Punkt. The current state of the art is AI-driven counseling.
Der aktuelle Stand der Technik sind KI-betriebene Beratungssysteme, wie sie zum Beispiel von Apps wie Eliza verkörpert werden. Let's talk about the model here for a second. Lassen Sie uns einen Moment von diesem Modell sprechen. Er sieht abgemagert aus. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. It all begins with data. You collect all the data you can. Es beginnt alles mit Daten. Es werden so viele Daten wie möglich gesammelt. From base level metrics like heart rates, body temperature, blood pressure, to higher order metrics like hand movement, head movement, gaze aversion. Von grundlegenden Messwerten wie Herzfrequenz, Körpertemperatur, Blutdruck bis hin zu fortgeschrittenen Messwerten wie Handbewegungen, Kopfbewegungen, Blickabwendungen. If the client lets you, you'll want to pull from their digital life too, their message histories and email, their search histories and online behavior. Wenn der Klient es zulässt, dann wird auch auf Daten aus seinem digitalen Leben zugegriffen. Sein Nachrichtenverlauf und seine E-Mails, sein Suchverlauf und sein Online-Verhalten. It's all potentially valuable. Das ist alles potenziell wertvoll. Then you compare the client's responses to relevant data from thousands of other clients and build a model of the client's psychological state. Dann werden die Antworten des Klienten mit relevanten Daten von tausenden anderen Klienten abgeglichen und ein Modell des psychischen Zustands des Klienten erstellt. This approach has worked well so far. Eliza is still the best and most advanced version, but that's just my personal opinion. Dieser Ansatz hat bis jetzt gut funktioniert. Eliza ist immer noch die beste und fortschrittlichste Version, aber das ist nur meine persönliche Meinung. For those of you who don't know, I was the team lead and chief psychologist for the Eliza project at Skanda for a number of years. Für diejenigen, die es nicht bereits wissen, ich war einige Jahre lang der Teamleiter und Chefpsychologe des Eliza-Projekts bei Skanda. Er will die Lorbeeren dafür ernten. Verstehe. Now, even though this is a proven approach, there are two weaknesses I'm going to highlight. Nun, obwohl sich dieser Ansatz bewährt hat, gibt es doch zwei Schwachpunkte, die ich hervorheben möchte. One is the data I was just talking about. You're completely dependent on that. Einer davon sind die Daten, über die wir gerade gesprochen haben. Man ist komplett davon abhängig. Collect as much as you can, sure, but it's important to keep in mind that you can have all the data in the world and still not understand why things work the way they do. Sammeln Sie so viel davon wie nur möglich. Klar, aber es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass Sie alle Daten der Welt haben können und trotzdem nicht verstehen, warum die Dinge so laufen, wie sie es tun. And that's important for us to know, because if we have something that works, but we're not sure why, then what do we actually understand about ourselves? Und das ist wichtig für uns zu verstehen, denn wenn etwas funktioniert, aber wir nicht verstehen warum, was wissen wir dann eigentlich über uns selbst? The crucial step after data is the model. The data needs to be used to validate a model. If you can't make a model, you're finished. Der entscheidende Schritt neben den Daten ist das Modell. Die Daten müssen verwendet werden, um ein Modell zu validieren. Wenn man kein Modell erstellen kann, dann war's das. If that sounds like basic, obvious science to you, it is. But I was surprised to find out just how many people from the tech sector don't think this way. Wenn Ihnen das wie grundlegende, offensichtliche Wissenschaft vorkommt, dann haben Sie recht. Aber ich war überrascht festzustellen, wie viele Leute aus dem Techniksektor tatsächlich nicht so denken. I suppose you don't need to understand why something works in order to make it into a product and sell it. Ich schätze, man muss nicht verstehen, warum etwas funktioniert, um es in ein Produkt verwandeln und verkaufen zu können. Obviously though, if you had mastery of the underlying details, you'd be able to adjust the process and potentially make it work even better. Aber ganz offensichtlich könnte man den Prozess anpassen und potenziell sogar noch weiter verbessern, wenn man die zugrunde liegenden Details genau versteht. Das Publikum wird langsam ungeduldig. Ganz offensichtlich erwarten sie etwas Großes. One further note while I'm discussing modeling. Eine weitere Bemerkung, wo ich gerade beim Thema Modellerstellung bin. Many of the startups trying to address mental health right now are completely ignoring the insights provided by the field of traditional psychology. Viele Startups, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigen wollen, ignorieren dabei völlig die Erkenntnisse aus dem Bereich der klassischen Psychologie. They do so at their own peril. Das tun sie auf ihr eigenes Risiko. Many of you know already, but as a brief personal aside, I was a professor of psychology before I joined the tech world. Viele von Ihnen wissen das bereits, aber als kurzer persönlicher Einschub, ich war Psychologieprofessor, bevor ich in die Technikwelt einstieg.
I'm continually stunned at how little the tech heads know or even care about the hundreds of years of psychological research that has gone on in my field. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie wenig technisch versierte Köpfe über die Hunderte von Jahren an psychologischer Forschung Bescheid wissen oder sich überhaupt nur dafür interessieren, was in meinem Feld geleistet wurde. That's something I can talk about at length, perhaps another time. For now, I'll move on to the other weakness I mentioned. Darauf kann ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt länger eingehen. Für den Moment will ich nun auf den zweiten Schwachpunkt zu sprechen kommen, den ich erwähnt hatte. This is the real one, the big one. Das ist der wirklich große Schwachpunkt. Es ist die Behandlung. A system like ELISA can tell what's wrong with a client to a certain level of accuracy, but it doesn't quite know how to turn that into a comprehensive treatment plan. Ein System wie ELISA kann zu einem gewissen Grad akkurat bestimmen, was mit einem Klienten nicht in Ordnung ist. Aber es versteht nicht, wie es daraus einen zusammenhängenden Behandlungsplan entwickeln kann. It can suggest therapeutic programs and activities, and soon it might even issue its own prescriptions without having to go through a doctor or a psychiatrist. Es kann therapeutische Programme oder Aktivitäten vorschlagen und bald vielleicht sogar eigenständig Medikamente verschreiben, ohne dass ein Doktor oder Psychiater hinzugezogen werden muss. Well, as long as the FDA continues to look upon us favorably. Nun ja, solange uns das Pharm weiterhin wohlwollend gegenübersteht zumindest. But those are blunt instruments compared to what I'm going to talk about next. Aber das sind stumpfe Werkzeuge im Vergleich zu dem, über das ich nun sprechen werde. Vielleicht ist es das, will er auf das hinaus, was ich denke? Many of you know there's a technology still in its infancy called direct stimulation. Viele von Ihnen wissen, dass es eine Technologie namens direkte Stimulation gibt, die noch in den Kinderschuhen steckt. For those of you who haven't heard of it, direct stimulation is a way of creating sensations within the brain with targeted electrical impulses. Für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, direkte Stimulation ist ein Verfahren, mit dem Empfindungen durch zielgerichtete elektrische Impulsgebung im Gehirn ausgelöst werden. Imagine an augmented reality headset, but instead of working on your eyes, it stimulates the brain in such a way as to induce a specific dream. Stellen Sie sich ein Augmented Reality Headset vor, aber statt mit Ihren Augen zu arbeiten, wird dabei das Gehirn so stimuliert, dass spezifische Träume induziert werden. A spring meadow, for example. Eine Frühlingswiese zum Beispiel. This sounds fantastical, I know, but progress on this technique has been occurring faster than you think. We're actually quite close to a workable demonstration model. Das hört sich wundersam an, ich weiß, aber bei dieser Technologie wurden viel schnellere Fortschritte gemacht, als Sie denken. Wir sind tatsächlich bereits ganz nah an einem funktionsfähigen Vorführmodell. How is that possible? Well, first of all, we only suggest an overall feeling. Your own brain does most of the work, just as it does in your dreams. Wie ist das möglich? Nun, zunächst einmal suggerieren wir nur ein allgemeines Gefühl. Ihr Gehirn übernimmt den Hauptteil der Arbeit, wie auch bei Ihrem Traum. It fills in all of the visual details using its own set of memories and expectations. Es fügt alle visuellen Details ein unter Verwendung eigener Erinnerungen und Erwartungen. Ah, für diese Enthüllung sind also alle hierher gekommen. Induced dreams via direct stimulation can contain all the therapeutic content of VR therapy without the need to create realistic graphics or other content. Durch direkte Stimulation induzierter Träume können den gesamten Inhalt einer VR-Therapie abbilden, ohne dass dafür realistische Grafik oder andere Inhalte erstellt werden müssen. Instead, it harnesses the brain's creative power to dream up the situation for itself. Stattdessen bedient sie sich der kreativen Kraft des Gehirns, um sich eine Situation selbst zu erträumen. Combine that with the insights we gain from parametric therapy systems like ELISA, and you have a complete end-to-end fully automated system. Verbinden Sie dieses mit den Erkenntnissen aus parametrischen Therapiesystemen wie ELISA und Sie haben ein vollautomatisches Komplettsystem. It should be clear now that this heralds a revolution in how we treat, how we think about mental health. Es sollte nun klar sein, dass dies eine Revolution einläuten wird für die Art, in der wir über geistige Gesundheit denken und sie behandeln. And with mental health challenges on the rise across the globe, it couldn't come at a more crucial time.
Und mit den weltweit steigenden Herausforderungen im Bereich geistiger Gesundheit könnte sie nicht zu einem wichtigeren Zeitpunkt kommen. Also. That's why today, right here, I'm announcing Aponia, a new company to make induced dreaming a reality and end human suffering as we know it. Das ist der Grund, warum ich heute genau hier Aponia bekannt gebe. Ein neues Unternehmen, das induzierte Träume zur Realität machen und menschliches Leid, wie wir es kennen, beenden wird. I should note that I remain on good terms with Skanda. In fact, they're a minority investor in this new venture. Ich sollte anmerken, dass ich weiterhin in guter Beziehung zu Skanda stehe. Tatsächlich beteiligen sie sich in geringem Umfang als Investor an diesem neuen Unternehmen. But still, I'm very much going my own way on this. Trotzdem gehe ich hier größtenteils eigene Wege. It's no secret that Rainer and I don't always agree. And that's why we mutually decided I should pursue this paradigm shift on my own. Es ist kein Geheimnis, dass Rainer und ich nicht immer einer Meinung sind, und das ist der Grund, warum wir einvernehmlich entschieden haben, dass ich diesen Paradigmenwechsel auf eigene Faust vorantreiben sollte. As for details on the venture itself, I don't have anything specific to announce at this time, other than that the technology is real and working in prototype form already. Zum Unternehmen selbst habe ich derzeit keine weiteren Details bekannt zu geben, außer dass die Technologie echt ist und bereits im Prototyp funktioniert. Aber Sie können sicher sein, bald mehr dazu von mir zu hören. Thank you. Vielen Dank.